einige Jahre an Gartenerfahrung trage ich bereits auf meinen Schultern und ich habe neben den herkömmlichen Kultursorten auch einiges rumexperimentiert. Da habe ich dann spezielle Sorten mal ausprobiert, Exoten oder auch mal Pflanzen, die im Internet immer so als gesund und wohlschmeckend angepriesen worden sind. Jetzt bin ich um einige Erfahrungen reicher und wenn ich jetzt nochmal in die Vergangenheit zurückreisen würde, zu meinen Anfängen, dann würde es einige Kulturen geben, die ich von vornherein dann nicht mehr austesten oder ausprobieren würde, weil der Aufwand einfach viel zu groß ist, die Kulturen vielleicht nicht einen ganz so guten Ertrag bei uns in der Klimazone geben oder die einfach geschmacklich jetzt nicht so der Hit sind. Dann fangen wir gleich mit meiner persönlich größten Enttäuschung an. Und zwar habe ich eine Pflanze vor gut 6 Jahren bei mir in die Erde reingesetzt. Ist ein mehrjähriger Beerenstrauß. Der wurde damals als Superfood und als gesund angepriesen. Gekostet von den Früchten habe ich damals nur die getrockneten, waren sehr schmackhaft und auch süß und dachte ich mir, okay, probierst es halt mal aus und pflanzt halt mal Goji-Beeren bei dir selber im Garten an. Pflanzen gekauft und gut 3 Jahre mit Achtsamkeit, mit Herz, mit Liebe gepflegt und dann, wo es dann die ersten Früchte gab, dann ist es mir wirklich im Gesicht zusammengezogen, weil die Früchte roh wirklich so ein unangenehmen Geschmack haben, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so einen leicht säuerlichen, auch wässrigen Geschmack hatten die, also wenig süß, ein bisschen bitter vielleicht auch noch. Also mir persönlich haben sie jetzt roh überhaupt nicht geschmeckt, vor allem, weil sie halt dann erst die Goji-Beeren bei mir so im September anfangen zu blühen und da in dem Zeitraum September, Oktober kann man die Früchte dann ernten und die sind halt dann so recht klein, also so richtig schmackhaft. Ertragreich sind die jetzt wirklich nicht, da musst du auch ein bisschen sammeln und pflücken. Da gibt es halt andere, schönere Kulturen, wo es halt recht zügig ist und halt auch die Früchte besser schmecken. Aber an sich finde ich die Pflanze doch eine sehr gute Permakulturpflanze, weil sie einerseits ein guter Stickstofffixierer ist. Sie ist sehr wuchsfreudig, also im Vorgarten bei uns ist ein sehr magerer Boden und da ist sie dann trotzdem sehr gut gekommen, wächst und wuchert sehr stark. Kann man auch hier sehr schöne Formen auch schneiden, also man kann die auch wie einen halben Baum irgendwie so kultivieren oder auch einfach wie ich zum Beispiel in einem Spalier so ein bisschen wachsen lassen oder einfach als einen Busch. Da kann man mit vielen verschiedenen Schnitttechniken da sich kreativ auslassen. Die Früchte könnte man trocknen, in einen Saft oder auch in einem Smoothie mit beigeben und mit anderen Zutaten vermischen, dann wird man diesen Geschmack jetzt von den Goji-Beeren vielleicht nicht ganz so stark rausschmecken. Wie gesagt, für mich als Rohköstler, in der Weise, wie ich es auch praktiziere, ich esse halt meistens die Früchte mono oder auch so, einen Saft da auch nur wenige Zutaten und dann würde ich es halt rausschmecken. Von da für mich persönlich eher ein No-Go im Garten und würde ich nicht nochmal pflanzen. Der nächste Beerenstrauch teilt das gleiche Schicksal wie die Goji-Beere, auch damals sehr naiv reingesetzt, weil ich ein Video damals von Raw Vegan Unlimited angeschaut habe. Zur Aronia-Beere, wo man auch mal gesagt hat, ist ein Superfood mit sehr vielen wertvollen Vitaminen, Anthocyanen, einfach gut für die Gesundheit. Aber auch hier, die Früchte schmecken mir da auch eher wenig, sind jetzt nicht ganz so süßlich, mehr bei mir so säuerlich. Geht halt wie bei den Johannisbeeren auch ein bisschen mehr in die süßlichere Richtung, wenn sie halt einen schönen sonnigen Standort haben, wo auch dann die Früchte sehr schön ausreifen können. Also mir persönlich trifft jetzt der Geschmack der Aronia-Beere nicht zu und die, wo ich die reingesetzt habe in den 6 Jahren, da ist zum Beispiel die Johannisbeerpflanze nebendran viel besser gewachsen und damit kann ich dann auch viel mehr anfangen, weil die auch etwas ertragreicher sind als jetzt der Aronia, der halt auch, wenn er halt jetzt die nötigen Standorten hat, die Gegebenheiten auch ein schöner Busch werden kann, wo man halt hier zum Beispiel jetzt eine schöne Hecke anpflanzen kann, jetzt viel, beispielsweise für die Vögel diese Früchte auch übrig lassen. Das mache ich auch zum Beispiel, dass ich da ein paar Früchte übrig lasse oder die halt einfach verkaufe für Leute, die halt damit was anfangen können. Auch hier wieder bei den Goji-Beeren vielleicht trocknen, vielleicht in den Smoothie, in den Saft damit reingeben und so die Früchte etwas besser verwerten. Mit dem Aspekt halt mit den Vitaminen, Antioxidantien und alles, habe eine andere Sichtweise aufgrund meiner Rohkostreinigung, wo ich da weniger Wert lege auf die Vitamine, Antioxidantien, Nährstoffe, sondern halt mehr auf den Reinigungswert von Lebensmitteln und da ist halt dann für mich die Unterteilung ganz anders. Muss man sich halt mit der ganzen Rohkostreinigung beschäftigen. Habe ja hier einige Videos auf meinem Kanal mit den ganzen Verweisen und mache es ja auch schon seit 7 Jahren und bin ja auch seit diesen 7 Jahren auch gar nicht mehr krank geworden. Erstmal für Verwirrung sorgen. Nach meiner Erfahrung sind Johannisbeeren oder Josterbeeren besser geeignet als die Aronia-Beere. Eine weitere Beere kommt auch immer mehr ins Bewusstsein von Gärtnern. Habe sie auch schon vor
gut 4 Jahren bei mir in den Garten mit reingesetzt. Das ist jetzt bei mir die Zwergfelsenbirne, aber neben der Zwergfelsenbirne möchte ich auch die ganz normale Felsenbirne ansprechen, was halt mehr wie ein Baum ist. Die Zwergfelsenbirne ist mehr so ein Busch in Bärenstrauchgröße. Hier bei der Felsenbirne hat so eine Konsistenz wie Marzipan, schmeckt auch leicht süßlich und hat so ganz kleine blaue Früchte, die halt auch sehr schmackhaft sind. So zum Naschen nebenbei ist es halt sehr gut. Und früher dachte man, sehr viele Leute, das sind ja so Vogelbeeren, die kann man nicht essen, deswegen haben sie diese auch gemieden. Ist ja jetzt dem nicht so, man kann die wunderbar essen und auch für die Vögel auch sehr gut, lasse ich auch immer für die Vögel ein paar da und übrig. Einfach aus dem Grund, weil halt das Pflücken von den Felsenbirnen sehr aufwendig ist und das kann auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und jetzt bei mir die Zwergfelsenbirnen, da braucht es auch eine gewisse Zeit, bis die halt einen guten Ertrag auch bekommen, und da muss halt auch hier wieder viel Zeit investieren, wo ich dann wieder sage, okay, da könnte ich jetzt mit einer Johannisbeere, mit einer Himbeere einen größeren Ertrag erreichen, als jetzt zum Beispiel mit einer Felsenbirne. Und da ist auch bei der großen Felsenbirne als bei einem Baum, ist halt auch, wie gesagt, mit diesen mühseligen Ernten und in der Zeit, die die Bäume auch wachsen, da würde ich halt zum Beispiel andere Bäume viel mehr bevorzugen, beispielsweise einen Apfel, eine Zwetschge, Pfirsich oder Kirsche. Die geben dann nach meinen Erfahrungen und nach meiner Meinung auch einen größeren Ertrag und auch schmackhaftere Früchte, je nachdem, welche Sorte man auch hier zum Beispiel nutzt. Ich sag's mal so, eine Zwergfelsenbirne würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwo in den Garten reinsetzen, vielleicht in einen Kübel für eure Kinder zum Naschen, ist das wunderbar geeignet. Die große Felsenbirne, so als Baum, würde ich zum Beispiel in der Permakultur, wenn ich jetzt eine Straubwiese anlegen würde, immer zwischen den Stein- und Kerngehäusen reinsetzen, also zum Beispiel Apfel, dann eine Felsenbirne und dann vielleicht eine Pfirsich, damit halt hier du eine schöne Mischkultur von den Bäumen zum Beispiel hast. Kann man dann nebenbei auch immer was naschen und die Vögel haben dann auch was von den Beeren. Das wäre jetzt für Permakulturaspekte eine wunderbare Nutzung. Jetzt kommen wir zu den sogenannten einjährigen Kulturpflanzen. Vielleicht werden da jetzt einige ärgerlich oder auch wütend auf mich sein, aber ich habe einmal Physalis bei mir angebaut und werde das nicht nochmal machen. Da habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich die bei mir in den Folientunnel mit reingesetzt habe. Das war, ich glaube, 2018 oder 2019. Und da hatten wir ja diese kräftigen Dürresommer. Und ich habe bei meinem Folientunnel natürlich auch ordentlich gegossen. Also das heißt, sehr warm, sehr viel Sonne den ganzen Tag und sehr viel Wasser. Und die Pflanze ist mir regelrecht explodiert. Die hat mir dann sehr viele andere Pflanzen überdeckt. Ich dachte, ich musste nicht ausgeizen, habe es einfach wuchern lassen und das war dann eine monströse Pflanze und da bin ich auch nicht mehr so richtig zurechtgekommen. Sehr viele Früchte, allerdings sind die nicht ganz ausgereift gewesen, hat dann zu lange gedauert, weil im Herbst dann hinten raus die Sonne einfach gefehlt hat fürs Ausreifen. Und da ist halt so meine Meinung, man muss halt mit Physalis nach meinen Ansichten, damit halt auch die Ernte sich einigermaßen gut lohnt, wenn man die auch in Freiland setzen möchte, recht früh anfangen. Ich würde das so zu Januar, Februar empfehlen und dann halt immer schön gucken, dass halt auch das Wetter optimal ist, die Bodenverhältnisse auch passen, dass es auch immer schön warm ist. Also ich würde dann hier gucken, ob das halt einen sehr sonnigen Stand hat, also auch Ast. Und dann ein bisschen Glück auch mit dem Sommer, dass es halt nicht zu verregnet ist, auch nicht zu kühl. Dann hast du konstant gute Temperaturen, hast mit sehr viel Wärme. Oder du setzt ja zum Beispiel in einem Kübel, dass wenn es mal dann frostig wird, kann man ja mal Frühfröste kommen, schon im Oktober, je nachdem in welcher Region du bist, dass du dann die Physalis an einen Topf irgendwo in die Garage oder bei dir ins Haus reinstellen kannst und dann da die Früchte weiter nachreifen lassen. So kannst du auch zum Beispiel die Physalis überwintern und dass du dann später die große Pflanze dann gleich im Frühjahr dann rausstellen kannst und dann hier schon mal noch früher die Ernte rausbekommst. Allerdings ist es halt für mich ein ziemlich großer Aufwand und da setze ich dann doch lieber auf andere Kulturen, zum Beispiel auf Tomaten. Und ich mache ja das Permakultur auch so, dass ich anbaue für den Verkauf. Und Physalis gehen jetzt bei meinen Kunden jetzt nicht ganz so gut. Da wissen viele gar nicht, was sie damit jetzt zum Beispiel anfangen können. Und da sind halt Tomaten effektiver, die gehen einfach weg, ohne dass halt die Leute irgendwie fragen, kennen Tomaten, essen sie gerne, schubs, da habe ich dann nicht so viele Kopfschmerzen oder so viele Probleme, auch mit dem Anbau her. Von da mehr Tomaten als Physalis. Wo wir gerade bei Tomaten sind,
Also das ist eine meiner Lieblingskulturen. So viele verschiedene schmackhafte Sorten, Farben und Formen. Einfach ein himmlischer Traum, in so eine vollreife Tomate reinzubeißen, wie süß die auch sein können, wie wasserhaltig im Vergleich zu Supermarkt-Tomaten, zum Beispiel aus Holland. Gar kein Vergleich. Also das sind wirklich zwei unterschiedliche Welten. Bis auf eine Sorte, die ich bei mir das erste Jahr angebaut habe, weil ich da mal viele verschiedene Sorten austesten wollte. Und da gab es eine spezielle Gruppe bzw. Sorten, die ich nicht nochmal anbauen möchte. Und das sind diese Paprikatomaten oder bzw. diese Tomaten, die man füllen kann. Das sind Züchtungen, die innen hohl sind, damit man sie auch befüllen kann. Sind auch dementsprechend etwas mehliger, wenig süß und auch weniger wasserhaltig. Und wie gesagt, für mich als Rohköstler, der halt die Sachen einfach so einfach in den Mund nehmen möchte, sind halt die kleinen Cocktailtomaten oder auch wunderbare Fleischtomaten, die süß sind wie die Ananastomaten, um einiges zu bevorzugen. Und solche Sachen ist halt okay. Für mich eher weniger etwas damit anfangen zu können, weil ich tue ja die Sachen nicht füllen, irgendwie auf den Grill tun oder sonst irgendwelche Sachen machen. Von daher für mich eher sinnlos und meine Kunden können jetzt auch eher weniger damit anfangen. Die wollen halt auch mehr die Cocktailtomaten, schöne Ochsenherz oder auch so eine wunderbare saftige Fleischtomate. Ich gebe es zu, ich bin kein Freund von scharfem Essen. Selbst so milde Sachen wie Knoblauch, Zwiebeln, Kurkuma oder auch Ingwer hat sich mein Körper so hingehend verändert, dass ich das überhaupt nicht mehr essen, geschweige denn auch riechen kann. Da sind meine Schleimhäute sofort gereizt und ich fühle mich richtig unwohl. Und bei Chili ist es bei mir komplett vorbei. Und ganz besonders, wenn ich da zum Beispiel auch Saatgut nehme, das ist dann für mich auch eine Quälerei, wenn ich schon diese Dämpfe auch einatme und dann auch mit den Handschuhen auch etwas aufpassen muss durch die Samen. Und die ganzen scharfen Stoffe an den Handschuhen und auch den Küchengeräten kleben und du da immer aufpassen musst, dass du dir jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwo im Gesicht anfasst. Und ich habe auch in den ersten Jahren mal ein bisschen testweise so ausprobiert und auch die ganz scharfen Chili-Sorten ausprobiert. Auch darunter die Carolina Reaper, die schärfste Chili der Welt. Und da ist halt so meine Erfahrung, die ganz scharfen Chili-Sorten über eine Million Scoville oder an die Million rumherum, die haben halt eine recht lange Kulturzeit. Also da habe ich in der Regel auch schon im Januar angefangen mit der Aussaat. Und dann musst du halt dann immer warten, bis sie halt keimen. Die können dann auch eine lange Keimdauer auch haben, weil die halt dann gute Temperaturen von 25-30 Grad halt auch benötigen, damit sie halt hier sehr schnell keimen können. Und es ist ratsam im Januar mit der Voranzucht bei denen zu beginnen, damit du halt einen gewissen Puffer halt auch hast, weil halt so eine lange Kulturzeit auch haben. Und wenn halt mal eine Zeit kommt, wo es halt dann unerwartet kühl wird, jetzt beispielsweise bei uns jetzt hier im Sommer sehr verringert ist, dann kann es auch sein, dass es die Chilischoten mit ihrer Reife nach hinten geworfen werden und das auch gar stockt, eventuell auch wenn es schon früh ist mit dem Wachstum. Und wenn es dann mal glückt, dass du dann sehr scharfe Chilis auch bekommst, dann frage ich mich auch immer, was würdest du denn jetzt damit machen? Jetzt außer damit, dass du halt jetzt zum Beispiel so eine Challenge hier auf YouTube hochladest, wo du halt hier ganz scharfe Chilisorten jetzt einfach isst und guckst, wie es dir danach geht und manche Leute sich dann an diesem Schmerz und Leid ergötzen, das als Unterhaltung sehen. Aber so an sich wüsste ich jetzt nicht, was man jetzt damit alles richtig machen kann. Die meisten wollen gar nicht so scharf essen, die bauen halt mehr so milde Chilisorten auf und bei meinen Kunden ist es halt auch so, dass sie jetzt nicht unbedingt ganz so scharf essen wollen. Und wenn halt dann so scharfe Glockenchilis auch kommen oder die Carolina Reaper, die werde ich persönlich sehr schwierig los, dann mache ich halt irgendwelche Chilisoßen und so und dann muss ich auch mal den Hinweis bei den Leuten auch geben, dass es richtig scharf ist, weil das kann dann auch wirklich zu ernsten Problemen auch führen. Außer du willst Freunden, Bekannten oder auch deinen Nachbarn etwas auswischen, weil sie dich als Permakultur-Hippie betrachten, dich nicht wirklich ernst nehmen, da ihren ganze Zeit ihren Rasen mähen, Gifte mit ausbringen und du denkst so, jetzt zahle ich sie heim und mische sie unter die Soße. Mach das nicht. Also bevor du dich noch in rechtlichen Schwierigkeiten manövrierst und hier noch unnötig Stress hast, gibt es auch noch zum Schluss wirklich eine Kultur, die wirklich sowas von unnötig ist und zwar sind das Zierkürbisse. Kann ich nicht verstehen, warum man extra Kürbispflanzen anbaut, damit man hier im Herbst zur Halloween-Zeit und auch zur Erntedankfest ein paar Zierkürbisse irgendwie bei sich im Steingarten, irgendwie im Vorgarten hinlegt oder bei sich an die Tür, dann nehme ich halt lieber einen Speisekürbis, wie beispielsweise ein Getiokonose, ein Butternut, ein Hokkaido, ein Moschuskürbis jeglicher Art oder ein Flaschenkürbis, was weiß ich, den man dann wenigstens auch noch sinnvoll verarbeiten kann und der zu etwas gebrauchen ist anstelle von irgendwelchen Bitterstoffen, die du nicht essen kannst und der dann
nach der Herbstdeko einfach im Kompost landet und das eigentlich unnötige Anbaufläche nach meiner Meinung ist. Vor allem, weil du auch hier noch andere auf die Nerven gehst, weil da eventuell die Gefahr ist, dass sich dann andere Kürbisse reinkreuzen. Also zum Beispiel kannst du so wieder deinen Nachbarn auf die Eier gehen, indem du halt einen Zielkürbis bei dir reinsetzt. Er hat einen Hokkaido und möchte von seinen Hokkaidos oder auch von seinen Zucchinis wieder Samen nehmen. Und du sagst ihm nicht, dass du einen Zielkürbis hast, und damit sich halt hier nochmal zusätzlich die Chance erhöht, dass sich der Zielkürbis mit in seinen Hokkaido mit reinkreuzt. Das ist wunderbar. Wunderbare Nachbarschaftsliebe. Hokkaido anbauen, der sieht auch sehr schön aus in der Haustür zur Dekoration. Und der weitere Vorteil ist, nach der Herbstdeko kannst du dann mit nach Hause nehmen, in die Wohnung rein, schön lagern für den Winter. Dann kannst du im Winter, vielleicht auch ein bisschen im Frühjahr, wunderbare Kürbissuppe zu dir nehmen. Hast du wenigstens auch im Winter ein geschmackliches Erlebnis aus dem Garten. Geschmacklich habe ich zwar nicht angebaut, aber sollen jetzt nicht ganz so grandios sein, sind zum Beispiel Kiwanos. Aber weil ich diese nicht angebaut habe, kann ich jetzt wenig dazu sagen. Vielleicht hast du sie ja schon angebaut, kannst mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht hast du noch andere Erfahrungen mit anderen Kulturen, das auch gerne reinschreiben, damit man einfach mal so sieht, welche Kulturen bewähren sich, welches kann man sich jetzt so ein bisschen zum Spaß oder zum Kennenlernen, so ein bisschen zum Rumexperimentieren anbauen, aber nicht so in großen Raum oder ernsthaft. Einfach mal hier ein bisschen rein kommentieren. Gerne auch dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es dir Mehrwert gegeben hat. Kannst auch den Kanal kostenlos abonnieren und dabei auch auf die Glocke drücken. Sonst findest du jetzt hier noch an der Seite zwei weitere spannende Videos zum Thema Permakultur oder auch vielleicht zum Thema Gesundheit, Rohkost. Da nehme ich auch ein paar Videos.